Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Racha ist süß. Das denkt sich wahrscheinlich so ziemlich jeder Bollywood-Fan und Bollywood-Produzent, wenn er sieht, was ich mit den Filmen in der letzten Zeit hier immer wieder gemacht habe und was ich gerne gesagt habe drüber. Aber was wollt ihr machen? Ich habe keine Angst vor euch Bollywood-Filmen. Wollt ihr mich antanzen oder anschauen, wie ich eine Leberkässemmel um 4 Uhr in der Früh? Ich weiß es nicht, aber Racha oder auch Racha genannt offensichtlich ist eine Bollywood-Produktion, die in einer ganz besonderen Schuber-Edition erschienen ist und uns dabei ganz besondere Goodies bietet. So haben wir zum Beispiel hier eine Widescreen-Edition mit 24 Frames. Offensichtlich ist das eine Information, die so wertvoll ist, dass man das auf das Frontcover schreiben muss, beziehungsweise, dass es auch englische Untertitel gibt. Noch einmal, dass es Anamorph ist. Noch einmal, dass es sich um eine DVD dabei handelt. Das ist wirklich, wirklich toll. Aber wir sehen eben hier offensichtlich die beiden Hauptcharaktere auf dieser Schuberbox. Und Racha ist übrigens einer der Bollywood-Filme, der dermaßen unbekannt ist, dass er nicht einmal in Deutschland einen OFDB-Eintrag hat. Gut, man darf ja offensichtlich nicht vergessen, dass diese DVD auch wesentlich teurer ist als einige andere. So bezahlt man scheinbar für diese eine DVD hier 149 RS, aber für diese DVD mit drei Filmen sogar nur 48 RS. Das heißt, dieser Film ist quasi neunmal so viel wert wie einer von diesen hier. Und das kann ich nicht nachvollziehen, weil ich würde tatsächlich wesentlich lieber Darfan oder Kantishas, das kann ich nicht lesen, oder sowas anschauen, weil das sieht zumindest irgendwie auf trashige Art und Weise witzig aus. Das hier sieht einfach nur trashig aus. Vor allem haben wir es hier dann mit einem Film zu tun. Ich finde es immer ganz toll, dass diese Freigabezertifikate hier aufgedruckt werden in einer Größe, wo nicht einmal ein Mikroskop helfen würde, weil einfach kein Drucker dieser Welt dermaßen stark ist, dass er das irgendwie abbilden könnte. Aber wir können dann in diese Box, die hier tatsächlich ein Schuber ist, den man nach oben öffnen kann, dann dieses DVD-Case entnehmen kann und dann ist außer diesem DVD-Case in diesem nach oben zu öffnenden Schuber einfach nichts drinnen. Aber was ich besonders beeindruckend finde, wir bekommen ein anderes Cover-Artwork auf dem Frontcover, beziehungsweise eh das vom Backcover. Das sah ja hier, muss man ja sagen, noch fast geringfügig cool aus. Hier schaut es allerdings aus, als würde dieser kleine möchtegern coole Inder versuchen, die bekannte Szene von Marilyn Monroe nachzudrehen. Gib's mir Ventilator von unten, gib's mir Ventilator. Aber wir bekommen noch einmal den Hinweis, dass es um Mega Power Star, also wahrscheinlich soll es Mega Star Power heißen, aber also, ich weiß jetzt nicht. Nun muss mir jemand in den Kommentaren sagen, ob jetzt Ram Charantai oder Tamanna oder Mukesh Rishi der Megastar in Racha ist. Ich habe mich mit dem Bollywood-Kino jetzt nicht wahnsinnig weit beschäftigt, muss ich zugeben. Okay, das sieht schon wieder kacke genug aus, um zu sagen, na, vielleicht sollte ich doch irgendwann einmal wieder ein paar Minuten Zeit investieren. Aber es ist halt einfach wirklich das Problem, dass die Trash-Filme, die ich schaue, einfach 80 Minuten dauern und nicht 180 Minuten. Und auch tatsächlich, egal wie mies sie sind, niemals dermaßen wehtun wie Bollywood-Filme. Ja! Ich mag dieses Kino nicht. Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, wieso ich trotzdem immer wieder Filme, Bollywood-Filme hier auf meinem Kanal vorstelle, wenn ich so sie doch nicht mag, das müsst ihr tatsächlich nicht mich, sondern liebe Zuschauer wie Frank Zito Original fragen, die offensichtlich aus dieser Information gewonnen haben, hey, wenn ich Zocki ein Überraschungsfilmpaket schicke, dann müssen dabei mindestens immer auch ein paar Bollywood-Filme mit dabei sein, weil dann hat er wieder Spaß beim Auspacken. Gut, muss ich tatsächlich dazu sagen, ich habe auch wirklich Spaß dabei, diese Filme auszupacken, sofern nicht irgendwann einmal dann tatsächlich die indische Racha über mich hereinbricht und sich jemand sagt, Racha ist süß und mir einfach ein Tunnel in die Maroon blast. Aber
Vielleicht, falls es den ein oder anderen beruhigt. Ich habe ja die bisherigen Bollywood-Filme, Reviews und Videos auf meinem Kanal eh schon bereut, weil ich mache meistens ein bisschen so einen trockenen Racher, weil ich einfach so viel geschrien habe, weil diese Filme einfach wirklich der letzte Rotz sind. Bring it on.